Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Minecraft. Ja, wir haben ja letzte Folge mal wieder damit begonnen, Gebäude in meine Let's Play Welt zu stecken, die ihr mir gebaut habt vor einer schönen Weile. Das war, glaube ich, am dritten Adventswochenende oder so. Und ja, während die Welt jetzt hier wieder seine 10 Jahre braucht, um aufzubauen, können wir ja schon mal in die Richtung fliegen. Das hier war das Gebäude, das wir letzte Folge verbaut haben. Und heute sollen weitere Gebäude folgen. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch mal kurz in diese Richtung fliegen und noch kurz ein anderes Gebäude angucken. Und versuche mich nicht darüber aufzuregen, dass die Welt schon wieder 3 Jahre braucht, sich aufzubauen. Nervig ist das. Richtig nervig. Und zwar wurde ich darauf hingewiesen von dem lieben Leossi, dass bei seinem Haus wohl doch etwas schiefgelaufen ist. Und zwar da Balken sich verschoben haben. Und ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Ich glaube, die hier meint er. Dass die sich ein bisschen vertan haben. Dass sie die connecten nicht. Tatsächlich. Oder sollten sie das? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Gucken uns mal hier an, wo überall Balken sind. Die sind hier überall. Okay. Und dann werden wir jetzt mal auf unsere Stream-Projekte weggehen, beziehungsweise Sekunde, dafür muss ich kurz, warte, wir gucken mal kurz die Bildschirmaufnahme einschalten, die hier mal kurz, warte mal, Stream, das ist die richtige, ne? Wir packen die mal nochmal weg, entpacken, entpacken nach, so, entpacken die noch einmal, ups, packen da mal schnell ein Original dahinter, Original, dann gehen wir auf kopieren. Ich glaube, entpacken hätten wir sie gar nicht müssen. So, und dann packen wir sie hier nochmal rein. So. Und dann können wir die nämlich jetzt theoretisch laden. Nein, nicht? Ah, ich weiß warum. Ja, deswegen. Das hat die dann extra. So, und was ist hier an dieser Stelle passiert? Wundert euch bitte nicht, falls ich mich jetzt ein bisschen anders anhöre. Ich, Dödel, habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Ihr habt gesehen, ich habe da Minus eingegeben. Und Minus ist in meinem Aufnahmeprogramm die Mute-Taste. Zumindest, wenn ich es Minus über Nummernblock eingebe. Und ich habe das Minus natürlich über Nummernblock eingegeben. Deswegen ist ab hier die komplette Folge ohne Ton, außer die Musik im Hintergrund. Und das hat mich natürlich ziemlich geärgert, als ich das im Nachhinein festgestellt habe. Wann habe ich das festgestellt? Als ich anschließend Pflanzen gegen Zombies 2 aufnehmen wollte. Ja, ich lade hier gerade Minecraft neu, dann ist ein kurzes schwarzes Bild, weil ich dann umstelle. Seht ihr damit dann eben auch, das wieder aussieht, wie wenn ich es im Vollbildmodus spielen würde. Und dann gehen wir wieder in die Minecraft-Welt rein und dann gucken wir uns das Gebäude nochmal an von Leossi. Das ist halt der Server, so wie er damals von der Community gebaut wurde. Das ist also die Welt, so wie ihr sie damals auf dem Server hattet. Und ich suche halt jetzt das Gebäude von ihm, weil ich halt eben schauen möchte, was ist denn bei seinem Gebäude anders? Was ist ihm denn aufgefallen, was anders bei seinem Gebäude ist? Ich bin da so ein bisschen rumgeflogen und dann habe ich mir diese ganzen unterschiedlichen Teile angeschaut. Da habe mir so gedacht, hä? Was ist denn da anders? Aber dann ist mir so eine kleine Vermutung gekommen. Also ich habe erstmal so ein bisschen die ganzen Zaunteile angeschaut. Das war es aber nicht. Und dann bin ich erstmal nach hinten reingegangen. Genau. Und das sieht halt irgendwie auch alles voll normal aus. Ich bin irgendwie nicht ganz drauf gekommen. Aber dann kam eine Vermutung. Und deswegen dürfte ich jetzt in wenigen Sekunden wieder aus der Welt rausgehen. Irgendwann, demnächst. Ist halt blöd. Ich muss das jetzt nachvertonen, ne? Gehe wieder raus, ich gehe wieder in meine Sion-Welt rein, um zu gucken, was da jetzt los ist. Und stelle fest, es sind die Holzbalken. Es sind die Holzbalken. Die haben sich leider alle verdreht und verschoben. Und ich könnte jetzt natürlich hergehen und könnte diese ganzen Balken hier alle, so wie sie sind, austauschen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das hätte 3 Jahre gedauert. Und ich werde euch das ganze Video jetzt einfach ein bisschen kurz zusammenschneiden, weil ich werde jetzt nicht, keine Ahnung, wie lange dauert das Video. Ich gucke gerade mal nach. Das Video dauert 20 Minuten. Was soll ich euch jetzt in den 20 Minuten erzählen? 20 Minuten nachvertonen ist echt ein bisschen heftig.
Deswegen habe ich relativ schnell dann beschlossen, dass wir das Gebäude erstmal ausschneiden. Deswegen gehe ich jetzt eben her, starte das Ganze nochmal, save nochmal die Welt und schneide dieses Gebäude nochmal aus. Also im Endeffekt erstmal nochmal die Welt so, wie sie ist, einmal einen neuen Save machen, dann einmal das Gebäude ausschneiden und andersrum gedreht hinfügen. Das habe ich hier auch gemacht. Man sieht dann also das Gebäude. Ich habe das jetzt erstmal wieder weggemacht. Dadurch bleibt halt erstmal diese Luft am Boden. Das dauert halt ein bisschen, bis das alles gemacht wird. Ist manchmal ja ein bisschen friemelig. Sieht sicherlich jetzt witzig aus. Ihr werdet das wahrscheinlich jetzt alles ein bisschen schneller laufen sehen. Und dann gehe ich halt einfach her und füge das Gebäude nochmal in der anderen Reihen, in der richtigen. Ja, so wie ich es halt richtig gedreht habe, ein. Das sah eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, habe ich mir gedacht. Vor allem, weil man so jetzt nochmal einen Weg hinführen könnte. Direkt, wenn man von oben raufkommt, einfach einen Weg dann zur Haustüre. Aber ich habe mir dann nach einer Weile gedacht, meh, so geil sieht das halt irgendwie doch nicht aus. Irgendwie passt das nicht. Denn wenn ich jetzt ins Dorf runtergehe und dann davor stehe, dann sieht das halt irgendwie, naja, wie soll ich sagen? Es sieht halt nicht so schön aus. Es sieht, keine Ahnung, der hervorstehende Bug vom Haus gefiel mir irgendwie nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Dann habe ich es überlegt, ob ich es nicht nochmal auf die andere Ecke hinpflanze, direkt bei der Brücke. Aber auch das hat mir irgendwie nicht so wirklich gefallen. Und dann habe ich schon ein bisschen spekuliert, wir können es ja komplett woanders hinpacken. Wir haben ja ein sehr großes Waldgebiet und man könnte es ja einfach in dieses Waldstück hinpacken. Nur, naja, ich habe mal wieder das Problem gehabt, dass ich die Welt nicht laden wollte. Also habe ich mir das Ganze nochmal angeguckt und habe dann letztendlich beschlossen, okay, wir fügen das Ganze einfach hinter meinem Hof, hinter meinem Bauernhof in das Waldstück ein. Zum einen, ich habe dort ohnehin zwei Chunks, die defekt sind. Dadurch könnte man zumindest einen von den Chunks überschreiben. Und dann wird es eigentlich ganz nett aussehen. Und ich muss sagen, am Ende hat mir das tierisch gut gefallen. Ich lasse euch das hier jetzt nochmal ein bisschen schneller ablaufen, damit ihr nochmal sehen könnt, wie ich das ganze Gebäude da verbaut habe. Und dann sieht man ganz am Ende, wie das letzten Endes aussieht. Ich hoffe, dass ich das halbwegs gut zusammengeschnitten bekomme. Ich habe halt dann schon mal angefangen und habe noch ein bisschen was von den Bäumen weggerissen, die da halt jetzt eben fehlplatziert waren. Ich war aber dann ein bisschen unsicher, ob die Blätter sich von selber jetzt abbauen oder nicht. Deswegen schaue ich da zwischendurch auch mal die Blätter ein bisschen an. Aber als ich halt dann letzten Endes dann eben mir das nochmal angeschaut habe, auch von Dorf aus und bin auch nochmal rundum geflogen, muss ich feststellen, sieht das eigentlich ganz nett aus. Also mir persönlich gefällt das sehr gut und ich glaube, wir haben da, wo jetzt das Gebäude steht, einen sehr schönen Ort gewählt. Also ich denke, da passt das wirklich super rein. Und ja, ich hoffe, dass mir das nicht nochmal passiert. Wahrscheinlich muss ich meine Mute-Taste jetzt doch irgendwo anders hinlegen oder muss einen Shortcut machen, wie ich das Ganze jetzt in Zukunft mache, dass ich mich per Shortcut mute, irgendwie mit zwei Tasten, die ich drücken muss, weil das ist mir leider schon mal passiert. Da habe ich eine komplette Guild Wars-Folge neu vertont. Und ja, das ist halt auch irgendwie blöd. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ist ein bisschen kürzer, ist ein bisschen seltsam, weil es halt so komisch zusammengeschnitten ist. Und beim nächsten Mal dürfte die Folge dann wieder ganz normal sein. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und ja, ich hoffe, Ossi, dass dir das gefällt, wo ich es hingebaut habe. Ich glaube, ich finde, dass der Ort sogar schöner ist als der, wo es vorher stand. Und beim nächsten Mal achte ich drauf, Gebäude werden wir definitiv nicht nochmal drehen, weil wir merken ja, da entstehen Fehler und das wollen wir nicht. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.